Sehr geehrte Damen und Herren, am Wort Petra Bayer, SPÖ. Der damalige Minister Brandstätter und die Staatssekretärin Mona Dutzter vereinbart, dass es für den Osten Österreichs 5 zusätzliche Posten im Bereich der Staatsanwaltschaften geben soll, mit dem speziellen Schwerpunkt, um Hassdelikte und Cybermobbing zu verfolgen. Und wir alle sehen gegenwärtig, dass zum Teil alle Dämme brechen auf Social Media, wenn es darum geht, zum Beispiel, aktuelles Beispiel, das erzwungene Outing von Conchita Wurst, wenn es darum geht, dass Menschen hetzen, andere verunglimpfen und gegen ihnen über sie herziehen. Dieser Dammbruch, gepaart auch mit der letzten Novelle des Strafgesetzbuchs, zum Beispiel im Bereich des Paragraphs 283, wo die Gruppe, die geschützte Gruppe einfach ausgeweitet wird, führt zwangsläufig dazu, dass man einfach mehr Personal im Strafverfolgungsbereich braucht. Das ist in dem Budget nicht der Fall und damit ein abermaliges Grablicht anstatt eines Leuchtturms.